Hi, herzlich willkommen hier zu dem neuesten Video. Das Thema ist, wie kam ich auf meinen Namen? Ich glaube, ich habe das Thema vorgeschlagen, ich weiß es nicht mehr, aber ich finde das Thema cool. Was oft schwerfällt, ist die Namensfindung. Viele Leute suchen sich Namen raus, die dann meist englischsprachig sind. Und mir wird gerade von Jigger geschrieben. Guck mal, Jigger, du schreibst mir, man sieht es nicht. Okay, Jigger hat mir geschrieben, ich schreibe schnell zurück. wo war ich? Vielen fällt es schwer, einen Namen zu finden. Was mir auffällt, ist, dass viele sich einen englischen Namen raussuchen, weil das einfach irgendwie im Trend liegt und da gibt es auch viele Modenamen, die dann dadurch entstanden sind. Wie kam ich dazu? Ich habe schon immer eine Namensliste gehabt von Namen, die mir gefallen haben. Also im Kopf. Es gab immer einige Namen, die mir gefallen haben. Ich habe dann während dem Unterricht, als ich soweit war und mich selbst quasi mehr oder weniger geoutet hatte, ich mir überlegt, wie will ich mich nennen, wie will ich heißen, wie will ich genannt werden, und habe dann eine Liste erstellt mit verschiedenen Namen. Ich habe die erste Liste davon wiedergefunden, die andere, die endgültige, noch nicht. Da waren viel mehr Namen drauf gestanden. Ich kann sie gleich vorlesen. Bei mir ist der Hintergrund mit dem englischen Namen der, dass ich ein halber Amerikaner bin und mein Nachname Riley heißt, und da hätte irgendein deutscher Name wie Michael oder irgendwas nicht zugepasst. Deswegen wollte ich immer einen englischsprachigen Namen haben, damit es einfach zum Nachnamen passt. Das ist die Liste. Ganz einfach schnell alle vorlesen. Meine Favoriten damals waren Jack, John, Steve, Chris, Peter beim Englischen, ne, die ganzen Englisch ausgesprochen. Bei vielen Namen war das Problem, die meisten Leute können es entweder wahrscheinlich nicht aussprechen und sprechen zum Beispiel Ethan aus. Bläh, hätte mir nicht gefallen. Oder halt Peter, hätten sie Peter ausgesprochen, dann wäre ich der Peter Riley und das ist nicht so geil. Peter klingt schön. Also Jack, John, Steve, Chris, Peter, Benjamin, Benedict, Alan, Sean, Jason, Ethan, Tyler. Ja, Tyler. Tyler hat mir auch gefallen. Du süßer Boy. Nathan, Bradley, Reese, Owen, Neville, Matthew, Rusty, Kyle, Toby. Dann ein paar Namen, die Sasa bestimmt wiedererkennt. James, Alex, Travis, Josh. Dann Luke, Dean, Jake, Andrew, Connor, Scott, Gareth, George. Solche Namen waren das, die mir gefallen haben. Und bei der anderen Liste habe ich die Namen, die mir davon am wenigsten gefallen haben, nacheinander ausgekreuzt, also durchgestrichen. Ich habe die durchgelesen und dann habe ich überlegt, welcher gefällt mir davon am wenigsten? Bradley, dann habe ich Bradley durchgestrichen. Und dann habe ich halt immer so den, der mir am allerwenigsten von denen, die übrig waren, gefallen haben, weggestrichen. Bis am Ende nur noch ein paar übrig waren. Und übrig waren am Ende Matthew, Alan, Jason, was war es noch? Rusty und Benedict und Benjamin. Rusty Riley wäre geil gewesen, weil das einfach wie so ein Stripper-Name klingt. Und die ganzen Silent Hill-Namen, die Sasa bestimmt wieder erkannt hat. Ne? Silent Hill. Meistens hätte halt nicht gepasst, weil ich Freunde habe, die schon so heiß sind. Das ist blöd, wenn man sich da genauso umbenennt. Ich hätte eigentlich erst Jason als dritten Namen gewollt. Aber irgendwie hieß dann jeder Transmann Jason. Deswegen habe ich Dean genommen. Und jetzt heißt jeder andere Transmann auch Dean. Und alle denken, es ist wegen Supernatural. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ich habe mich dann für Matthew, Alan, Dean, Riley entschieden. Alan war schon immer mein Top-Favorit. Ich habe damals schon immer gesagt, ich will, wenn ich mal irgendwie an ein Kind komme, das ich nicht austragen muss, will ich es Alan nennen. Und habe mich selbst Alan genannt. Und der Name Alan kommt von dem Schauspieler Alan Rickman und von dem Spiel Alan Wake, weil ich den Namen Alan einfach schön finde. Der Name Matthew kommt von Matthew Lewis. Aua. Ich los. Von dem da. Von Neville aus Harry Potter. Ich liebe Matthew Lewis. Und deswegen habe ich mich für Matthew entschieden. Und halt Alan als zweiten Namen. Aber es war damals schwer. Soll ich jetzt Alan nehmen oder soll ich Matthew als ersten Namen nehmen? Aber Alan, Matthew, Dean, Riley hat dumm geklungen. Deswegen habe ich Matthew, Alan, Dean. Und wenn man Alan Dean schnell ausspricht, klingt es wie Aladdin. Also Aladdin. Meine Schwester heißt Jessie mit zweiten Namen. Wir sind Al und Jess. Disney. Alles beabsichtigt. Natürlich. Ja. Ja, und Al heißt auch einer meiner Lieblingscharaktere von Hammer mit der Hammer. Wer hat nicht Al lieb? Gut, das war's.
wie das auch schon wieder so lange und ich habe Schnupfen und alles so weh in meinem Gesicht und ich bin erkältet, die man hört. Und nächste Woche bin ich wieder wie gewohnt pünktlich für euch da. Bis dahin, reingehauen. Ciao. Ich sitze da wie eine Meerjungfrau, aber ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass Tyler und Len echt süß sind.